Was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mache ich mal ein kleines Video, wo ich euch meine Sachen zeige, die ich also auf den Spielen habe. Hier bin ich gerade schon in Spiele drin. Da habe ich einmal Clash Royale und Brawl Stars. Und dann fange ich an mit Clash Royale. So. Oh Mann. Nein, muss ich doch im Prozess anfangen. Warte, ich muss die Kamera anders machen. Das muss man ja auch sehen können. So. Okay, Brawls, das ist ein bisschen schwer. Man sieht nicht alles. Muss ich so halt machen mit der Kamera. So. Hier habe ich einmal Bow. Da sieht man es. Ich habe 3052 Pokale. Ich habe als Brawler Cold Rang 13 und Power Level 6. Power Level 6 und Rang 12. Primo Rang 11 und Power 7. Dann haben wir Mortis auf Rang 11 und Power 4. Piper auf Rang 11 und Power 6. Jesse auf 10 und Power Level 6. Shelly auf Rang 10 und Power 6. Brock auf Power Level 5. Und Rang 10, Pam auf Rang 10 und Power Level 4, Rico auf Rang 10 und Power Level 5, Penny auf Rang 10 und Power Level 5, Genie auf Rang 10 und Power Level 5, Poco auf Rang 10 und Power Level 4, Daryl auf Rang 10 und Power Level 6, Frank Frank auf Rang 11 und Power 6, Dynamike auf Rang 10 und Power Level 4. Nita auf Rang 9 und Power Level 6. Oh, mein Arm wird langsam schwer so. Rosa auf Rang 8 und Power Level 5. Baby auf Rang 8 und Power Level 3. Barley auf Rang 7 und Power Level 6. Bo auf Rang 6 und Power Level 1. Und Karl zu guter Letzt auf Rang 5 und Power Level 3. Und mir fehlen noch einmal Tara, mythischer Brawler, einer noch. Dann fehlt mir noch Spike, legendärer Brawler. Crow, die auch ein legendärer Brawler. Und noch zu guter Letzt Leon. Und den probieren wir jetzt mal aus. So, das geht jetzt gleich wieder mit der Kamera. Also ich finde, Leon ist ein starker Brawler. Er hat eine gute Ulti. Er ist eben unsichtbar. Er hat eine gute Reichweite, finde ich. Ja. So, dann würde ich sagen, teste ich noch einmal den guten alten Phoenix Crow aus. Ich finde persönlich, er ist sehr stark und sehr cool. Er verschießt hier diese Giftpfeile. Die ziehen einem jetzt immer 75 Leben ab, also jetzt bei mir gerade. Jetzt sehen wir auch mal seine Ulti. Also seine ultimative Attacke. In diesen Haufen da von Bots. Er springt hoch und beim Hochspringen und Landen verschießt er Giftpfeile.
Und dabei ruft er Gaga. Also so, Gaga! Jetzt noch einmal den da. Gut. Und jetzt testen wir noch mal Sakura Spike oder wie? Warte, ich guck mal. Ja, Sakura Spike. Das testen wir jetzt noch einmal aus. Und dann gehen wir rüber in Clash Royale, wenn das jetzt geht. Warte mal. Also Sakura Spike verschießt Blumen. Also, ne? Und ihre Ulti, die, ich gehe auch mal zu diesem wieder Botfeld. Ihre Ulti ist ein Stachel, also so ein Blumenfeld, das halt jemanden verlangsamt und erstarren lässt, eben. Also nicht erstarren, sondern langsamer macht und einem eben Leben abzieht. Jetzt gucke ich mal auf den. Jetzt, ob er langsamer wird. Ja, er wird tatsächlich langsamer. So. Jetzt gehen wir mal in Clash Royale rein. Ich hoffe, es wird jetzt gehen. Es tut mir leid, wenn es jetzt nicht geht. Doch, es geht, es lädt. Also ich bin hier Arena 5. Wenn jemand klarkommen wollte, der heißt Mersticks-L. Da sind im Moment zwei Leute drin. Hier sind meine Karten. Ich habe einmal den Packer, den Tornado, die Rakete, den X-Bogen, den Ballon, den Magieschütze, die Hexe, die Prinzessin, den Jäger, den Blitz, das Riesenskelett, das Barbarenfass, Wut, sag mal schnell, wie heißt's? Koboldfass, dann Skelettenarmee, Gift, Babydrachen, Prinz, Golem, Megalakai, Rambock, Mini-Päcker, Koboldhütte, Inferno-Turm, Barbarenhütte, Skelette, Speerkobolde, Kobolde, Knall, Bomber, Kanone, Pfeile, Lakaien und Ritter, hier Lakaienhorde und, warte, wie heißen die? Barbaren. Dann habe ich noch Mauerbrecher heißen die, glaube ich. Ja, genau, Mauerbrecher. Grabstein, Walküre und Hogrider, also Schweinereiter, Musketieren, Bombentower, Feuerball, Giant. Hier Bogenschützen, Tesla, Feuergeister, Fledermäuse, Ofen und Magier. Ich kann jetzt noch einmal den Lavahund freischalten. Den Tunnelgräber und einmal die Nachthexe. So, dann würde ich sagen, ich habe hier ein Ereignis, also ein Turnier. Da kann man eine gewöhnliche Tauschmarke gewinnen, eine Goldtruhe, eine seltene Tauschmarke, 1000 Gold, eine Silbertruhe. Eine epische Tauschmarke, noch eine goldene Truhe und eine legendäre Tauschmarke. Und das hier ist mein Megadeck.
gucke mal, was es noch so gibt. Nee, die beiden Legis müssen auf jeden Fall drin sein. Warte, oh nein. Da war es eben das Deck, was ich haben wollte. Gut. Und das werden wir jetzt mal spielen. Wir spielen jetzt gegen Prox im Clan Goldene Nation. Aus dem Clan Goldene Nation. So, der Päcker da hinten ist jetzt ein bisschen doof. Dann hier noch der Ritter hin. Hier setze ich eine Prinzessin ein. Da hinten kommt ein Sepp drauf. So, der Bomber. Okay, die machen da hinten schön viel Damage. Er hat noch 18 Leben und jetzt haben wir den Turn Down. Jetzt kommt hier auch nochmal ein Jäger hin. Das sollte er ganz gut schaffen eigentlich. Gut, jetzt kommt hier auf den Turm. So. Jetzt kommt der Magieschütze noch dahin. Dann sollte der Turm vielleicht auch schon down gehen. Das kann sein. Nein. Gut, ja, kommt da nochmal ein Mini-Packer hin. So. Okay. Hier kommt ein Bomben-Tower hin. Hier kommt das hin. So, Minions. Gut. Jetzt Feuerball da drauf. Easy, Mr. Tower. Gut, der braucht wieder, nein, der braucht keine Verstärkung. Gehe ich hier hin mit dem Golem. Von der anderen Seite mit dem Ritter. Der Ritter bekommt nochmal eine Prinzessin als Unterstützung. Da kommt ein Sepp drauf. Und wir haben diesen Kampf schon gewonnen. Ist ein easy Gegner gewesen. Oder kommt es noch Kanonenkugel? Ne? Leute, der seht. Nein, ich habe gewonnen. Kurz was. So, Leute, ich habe jetzt 2 zu 0 gewonnen. Das heißt, zweimal Belohnungen. Oder nein, doch nur eine. Gut, eine gewöhnliche Tauschmarke haben wir jetzt bekommen. Ich kann jetzt. Ich habe 2 legendäre Tauschmarken. Du kannst genau tauschen in 1 Stunde und 60 Minuten, okay. Ja, und jetzt öffnen wir nochmal die Kontrolle. Wenn wir jetzt eine legendäre Karte draus ziehen, ich raste aus. 2 Gems. Mini Packer. Giant. Kann man auch gleich upgraden. Ritter. Okay, Riesenskelett. Auch ganz gut. Schade, keine legendäre Karte. Aber jetzt graden wir jetzt erstmal den Giant ab. 2000. Level 8 haben wir den jetzt auf. Und von da nach da. So, jetzt bin ich Level 8. Ich brauche nicht mehr viel. Dann habe ich jetzt ja so nicht mehr ganz 400. Dann habe. Nein, nicht mehr.
So ein bisschen weniger als 300, dann habe ich, ja, die 5000. Dann bin ich auf Level 9. Dann würde ich sagen, war es das jetzt mit diesem Video? Ja, oder nein, es war es noch nicht. Ich mache jetzt eine Runde Brawl Stars noch. Aber in Brawl Stars bin ich nicht so gut, Leute. Also wundert euch nicht, warum ich so schlecht bin. Oder soll ich nur eine Community, hat jemand das geschrieben, annehmen? So. Wenn jemand klarkommen wollte, heißt Maki und Papa. Jetzt eine Runde mit Bo. Nein, glaub nicht, weil das Video geht jetzt auch schon, glaube ich, über 20 Minuten. In der nächsten Folge, wenn ihr ein Brawl Stars Video sehen wollt, also. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vergiss nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Gebt mir einen Daumen hoch und ciao.